Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal schaue ich mir wieder die abgegebenen Stimmen von meinen Leserinnen und Lesern auf Abenteuer Brettspiele im Monat März diesen Jahres an. Ihr könnt ja auf abenteuer-brettspiele.de auf vielen Seiten auf ein kleines Herz klicken, vor allem bei den Brettspielboxen, aber auch an Toplisten und so weiter, und eure Stimme für Spiele-Highlights, kommende Spiele etc. abgeben, auf die ihr euch entweder sehr freut oder die ihr sehr mögt. Und es haben wieder im Monat März sehr viele meiner Leserinnen und Leser auf Abenteuerbrettspiele getan. Und deswegen schaue ich mir hier die Top-Votes, die Top 10 im Monat März 2024 an. Und Position 10 ist Meadow Adventure Book mit 9 Stimmen. Erscheint bei Rebel Studio im Jahr 2024 und ist eine Erweiterung für Meadow, was ja auch sehr, sehr gut angekommen ist. Autorin ist hier Clemens Kalicki. Und diese Erweiterung bringt ja Story-Erweiterungen mit sich, denn wir haben diverse Szenarien und erleben dabei sogar eine Legacy-artige Kampagne. Und das ist für dieses doch eher Familienspiel eine spannende Erweiterung. Und anscheinend gibt es einige, die sich da auf jeden Fall drauf freuen. Position 9 mit 11 Stimmen ist Das Unbewusste von Frosted Games, ein Titel, der in diesem Jahr erscheinen wird. Und auf den sich sehr, sehr viele freuen, inklusive mir. Es geht halt hier ins Wien des 20. Jahrhunderts. Und wir sind in die Fußstapfen von Sigmund Freud dort und versuchen, einen Patienten zu heilen. Und versuchen das halt mit verschiedenen Methoden und haben als Mechaniken Worker Placement, Engine Building, Multi-Use-Cards und einiges mehr. Und die Grafik ist natürlich hervorragend, aber mechanisch sieht das Spiel auch sehr, sehr spannend aus. Ja, und viele von euch freuen sich da auch. 11 Stimmen für Position 9 im März. Ebenfalls 11 Stimmen hat Darwin's Journey bekommen. Und das ist ja kein neuer Titel, ist im letzten Jahr bei Skellig Games erschienen und ist von Simone Gianni und Nestore Mangone. Ein wirkliches Expertenspiel für 1 bis 4 Personen, 60 bis 120 Minuten, was ich auch sehr mag, muss ich sagen. Ein sehr schönes Spiel, wo wir mit unserem Schiff und unseren Assistenten über die Galapagos-Inseln reisen, neue Spezies erforschen und vieles mehr machen, auch unsere Arbeiter zum Beispiel verbessern und ausbilden, neue Einsatzplätze uns holen und so mehr. Also da ist einiges dabei, ein sehr schöner Mechanikmix, das mir sehr gefällt. Auch thematisch gefällt mir Darwin's Journey sehr. Und das scheint euch auch zu gehen. 11 Stimmen im Monat März für Darwin's Journey. 12 Stimmen hat eine Erweiterung bekommen im Monat März, nämlich auf Position 7 landete Anno 1800, die Erweiterung. Das ist nicht gerade der kreativste Name für eine Erweiterung, aber zumindest eine spannende Erweiterung, denn zum einen ist Anno 1800 jetzt schon ein paar Jahre alt, dass jetzt bei Cosmos dann doch die Erweiterung erscheint, die schon länger angekündigt wurde. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und zweitens, ein Luftschiff ist auf dem Cover der Erweiterung drauf und das ist natürlich etwas, wo ich immer dann genau hinschauen möchte. Und ja, Luftschiffe kommen natürlich jetzt hier mit dieser Erweiterung rein. Es gibt aber natürlich Inselerweiterungen, es gibt neue Fabriken, es gibt neue Bürgerkarten und so weiter. Also einiges in der Erweiterung erhalten und auch ein Solo-Modus, soweit ich mich erinnern kann, sollte auch mit dabei sein. Wir werden mal schauen, ob diese Erweiterung so ein bisschen das Problem des Spielendes behebt, denn wenn man hier nicht auf das Spielende spielen möchte, kann sich Anno 1800 schon sehr lang hinziehen. Das ist so ein bisschen das Problem bei dem Spiel. Aber ansonsten gefällt mir das sehr gut mit den Produktionsketten. Ich freue mich auch sehr, sehr drauf, dass die Erweiterung jetzt im Jahr 2024 erscheint. Ihr euch auch offensichtlich, denn 12 Stimmen gab es dafür. Auf Position 6 mit 15 Stimmen. Ja, eine Erweiterung, die gerade aktuell erschienen ist. Heat, nasser Asphalt von Days of Wonder über Asmodee in Deutschland. Brauche ich glaube nicht viel dazu sagen für das tolle Rennspiel Heat, Pedal to the Metal, die erste Erweiterung mit einem zusätzlichen Spieler oder Spielmaterial für diesen, aber auch zum Beispiel Modulen wie Regenwetter, 2 neue Rennstrecken, viele neue Upgrade-Karten und einiges mehr. Also ja, für dieses tolle Spiel noch mehr Material und das hole ich mir natürlich auch. Die Erweiterung ist hier auch von Asghar Harding-Kranerud und Daniel Skoid-Pettersen und Grafiker auch hier natürlich wieder Vincent Dutré. Auf Position 5 haben wir einen Titel, der ein absolutes Highlight für mich im letzten Jahr war, nämlich Die Weiße Burg, welches im Original bei Devir und auf Deutsch bei Cosmos zur Spiel 2023 erschienen ist. Hat 18 Stimmen von euch bekommen und geht oder führt uns ins alte Japan an das Himeji Castle, oder diese Weiße Burg auch genannt, und
per Dice Drafting und Dice Placement versuchen wir halt unser Ansehen dort am Hof des Shogun zu steigern. Und ich muss sagen, wirklich ein großartiges Spiel, sehr abwechslungsreich, variabel, knallhart, wenig Aktionen, man muss sehr gut überlegen. Also für mich eines der Top-Brettspiele der letzten Jahre. Und ich liebe das Spiel und ihr mögt es auf jeden Fall auch sehr. 18 Stimmen hat es bekommen. Ist von Isra C. und Shai S. 1 für 4 Personen, 80 Minuten, die Weiße Borg. Auf Position 4 mit 18 Stimmen, Faraway, welches 2024 bei Cosmos erscheint. Und auch das konnte ich ja schon spielen im Original von Catch-Up Games. Ein sehr schönes, ja, kleines Liegespiel, in dem wir 8 Runden lang Karten draften und auslegen, um dann am Ende diese 8 Karten rückwärts zu werten, wobei wir auch Voraussetzungen erfüllen müssen, damit wir überhaupt Dinge werten können. Und das ist immer wieder Herausforderung, sehr elegant, sehr clever, sehr schöne Mechaniken, ein tolles kleines Legespiel mit wirklich viel Herausforderung. Ich mag Faraway sehr. Johannes Coupy, Corentin Lebras sind die Autoren. 2 bis 6 Personen spielen ja ca. 15 bis 30 Minuten. Ebenfalls 18 Stimmen hat im Monat März Revive bekommen, welches bei Pegasus-Spielen auf Deutsch im letzten Jahr erschienen ist. Autoren sind ja Helge Meissner, Christian Amundsen-Osby, Eilif Svensson und Anna Wermlund. 1 bis 4 Personen spielen ja ca. 90 bis 120 Minuten. Und ja, es geht so in die Zukunft, nämlich 5000 Jahre nach dem Untergang der Menschheit bauen wir unsere Welt wieder auf. Dazu müssen wir erstmal die Gegenden erkunden und aufdecken. Wir schicken unsere Siedler los, bauen kleine und große Gebäude. Wir haben besondere Fähigkeiten, können unser eigenes Tableau, was auch aus 2 Tableaus eigentlich besteht, weiter ausbauen, Aktionen verstärken, zusätzliche Boni uns holen. Also ein sehr interessanter Mechanikmix in einem sehr anspruchsvollen Spiel, muss man sagen. Hier muss man auch gut aufpassen, um sich nicht abhängen zu lassen im Spiel. Und es bietet sogar eine kleine Kampagne und individuelle Alien-Völker. Also ein sehr spannendes Spiel, Revive. Und ihr mögt das sicherlich auch, denn Position 3 im Monat März mit 18 Stimmen. Dann geht es auf Position 2 mit 25 Stimmen. Mischwald Alpin, die erste Erweiterung zum Überraschungshit Mischwald von Lookout-Spiele. Und ja, hier gibt es einfach mehr Abwechslung. Es gibt 2 neue Baumarten. Es gibt viele neue Tiere aus den Bergwelten. Und damit natürlich viel mehr Möglichkeiten, in Mischwald Punkte zu machen. Ja, mehr brauche ich da, glaube ich, nicht groß sagen. Erweiterung für alle, die Mischwald mögen, auf jeden Fall sehr spannend. Und von euch hat es 25 Stimmen im März bekommen. Und dann kommen wir zu Platz 1 im Monat März. Und das ist Agemonia von Lauter Pelit. 28 Stimmen hat das Spiel bekommen im Monat März von meinen Leserinnen und Leser. Ist von Max Wikström. Wird jetzt gerade ausgeliefert, soweit ich das mitbekomme. War halt auch, glaube ich, ein Crowdfunding oder eine Vorbestellaktion. Mal schauen, ob es auch einen regulären deutschen Release geben wird. Ist auf jeden Fall ein kooperatives Brettspiel, ein kooperativer Dungeon Crawler, wo wir auch eine App nutzen und was die Sache natürlich sehr spannend macht. Es gibt mehr als 30 Szenarien, die Welt entwickelt sich weiter und wir müssen auch immer wieder interessante Entscheidungen treffen. Ich muss sagen, ich konnte das Spiel auf der Spiel 2023 sehen und wirklich fand es sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und hoffe natürlich, dass ich das Spiel dann auch im Laufe des Jahres mal spielen kann. Von euch hat Agemonia auf jeden Fall 28 Stimmen bekommen und ist damit Platz 1 im Monat März 2024. Ja, und das war mein Blick auf die Top Votes im Monat März 2024 auf abenteuer-brettspiele.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr gerne einen Kommentar dazu hinterlasst und wenn ihr natürlich in Zukunft auch weiter fleißig auf abenteuer-brettspiele.de eure Stimmen abgebt für entweder Spiele, auf die ihr euch sehr freut oder Spiele, die ihr sehr mögt. Und ja, das war's dann für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!